Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Isle. Heute spielen wir mal den Pteranodon. Und ich möchte gerne versuchen, die Salzwassermutation zu lernen und dann an der Küste zu leben. Aber als allererstes müssen wir jetzt erstmal nach Essen Ausschau halten. Ich glaube, dafür muss ich gleich auch noch mal ein bisschen Richtung Inland fliegen, damit wir zu den Flüssen und Seen kommen. Weil hier gibt es keine Fische. Vielleicht finden wir aber auch hier an diesem Strandabschnitt was zu essen. Weil hier ist ja mal relativ viel los. Ich werde schon mal riechen. Weil ich würde jetzt erstmal auch ein bisschen irgendwas anderes essen, was halt nicht zu meiner Diät passt. Mein Magen ist halt komplett leer. Da unten ist auf jeden Fall schon mal Bewegung. Das ist, glaube ich, ein Raptor. Aber den können wir ja auf jeden Fall nicht angreifen. Das sind sogar zwei Raptoren. Ja, aber ansonsten rieche ich hier leider nichts. Also ich glaube, da müssen wir erstmal ein Stückchen weiterfliegen. Oh, der Mageninhalt ist jetzt auf rot. Aber wir sind jetzt genau über den South Plains. Hier werden wir auf jeden Fall fündig werden. Allerdings haben wir nicht mehr viel Ausdauer. Es reicht noch für einmal starten und dann war es das schon. Aber hier liegt auf jeden Fall schon mal ein bisschen Food. Aber hier sind halt auch andere Fleischfresser. Ja, da unten ist einiges los. Hier vorne sind auch Fische. Ich werde jetzt mal versuchen, einen zu fangen. Weiß halt nur nicht mehr, ob ich das hinbekomme. Ah, das war nix. Muss ein bisschen niedriger. So, jetzt ist gut. Jetzt müssen wir dahin fliegen. Oh ne, zu hoch. Gott, ich muss da erstmal wieder ein Gefühl für kriegen. Darf halt auch nicht ins Wasser stürzen. Ah, wir haben aber einen gefangen. Oh, das war wichtig. Ich würde jetzt mal irgendwo da hinten schnell landen. So, ich lande mal hier in dem Wald. Und jetzt haben wir unseren ersten Fisch gefangen und gegessen. Das ist doch schon mal gut. Ich muss jetzt aber erstmal chillen hier im Busch. Einmal Ausdauer tanken, das dauert ein bisschen. Aber ich könnte halt auch versuchen, hier diese zwei Striche zu kriegen. Das sind, glaube ich, diese kleinen Dinger hier, ne? Ja, das ist ja cool, dass die was für die Diät bringen. Ist aber gut zu wissen. Das heißt, ich kann dann auch diese Vögel töten, wenn die dann zu irgendwelchen Kadavern und sowas gehen. Aber ich würde nochmal eben trinken und dann kann ich schon mal anfangen, Salzwasser zu trinken. Weil das muss ich ja wieder öfter wiederholen, damit ich die Salzwassermutation freischalte. Das Gute ist, dass hier unten direkt Salzwasser ist. Das heißt, ich kann mal eben hier zwischenlanden. Kann sogar eigentlich hier landen. Weil hier bin ich sicher. Da kann so schnell nichts hinkommen, außer vielleicht ein Herrera von der Felswand. Aber dann kann ich direkt hier Salzwasser trinken. Und das muss ich halt jetzt wieder machen, bis mein Tropfen unten rechts leer ist. Und dann wieder auffüllen, wieder leer machen, auffüllen, leer machen. Und dann kann ich, glaube ich, erst die Mutation lernen. Oh nein, ich habe mich übergeben. Oh. Das habe ich nicht einberechnet. Kann ich damit schon mal wieder meinen Mageninhalt füllen? Ich mache auch jetzt schon mal Nachtsicht an. Ich hätte mich wieder übergeben. So ein Mist. Vielleicht muss ich zwischendurch auch Salz essen. Sonst habe ich bald gar keine Ausdauer mehr. Keine Ahnung, also meine Diäten und so füllen sich gerade nicht wieder auf. Ich glaube, ich muss halt echt mal eben zum Salz fliegen. Ich weiß halt gar nicht, ob hier eins in der Nähe ist, so eine Salzmine. Oh, guck mal. Ich glaube, das ist auch was für unsere Diät.
Sehr gut. Den würde ich mal mitnehmen, wenn das geht. Und dann fliegen wir weiter. Ich glaube, es lohnt sich gar nicht, zu der Salzmine zu fliegen, weil ich glaube, das ist gleich schon wieder weg, dass es mir schlecht geht. Ja, gut, dass ich nicht hingeflogen bin. Weil die Vergiftung ist jetzt wieder weg. Oder die Übelkeit. Jetzt muss ich halt wieder meine Diäten auffüllen. Also ich glaube, ich werde dann doch erstmal wachsen, weil ich sonst ständig meine ganzen Diäten wieder auskotze. Und dann werde ich das erst machen mit dem Salzwasser. Das habe ich halt gar nicht bedacht, weil mit dem Krokodil hat man das halt nicht. Das übergibt sich halt nicht. Oh, was ist das denn? Ist das eine Rehe im Meer? Ist ja auch seltsam. Aber das töte ich auf jeden Fall. Hey, bleib stehen! Können wir schon mal ein bisschen üben. Ich kriege dich, Bambi. Oder auch nicht. Ja, okay, Bambi, du hast gewonnen. Mein Magen ist eh voll. Ich will jetzt meine Ausdauer nicht alles an dir verschwenden. Ich muss nämlich gleich wieder was trinken. Ah, hier beginnt der Sumpf. Dann können wir hier gleich trinken. Ich muss echt sagen, das ist sehr schön, mit dem Pteranodon hier mal lang zu fliegen. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal gespielt habe auf der Karte. Aber es ist halt cool, wenn man das mal so von oben sieht und erkunden kann. So, jetzt wird erstmal ganz schnell getrunken hier. Und danach müssen wir noch ein bisschen Fisch fangen. Ich glaube, hier scheint es gar keine kleinen Fische zu geben in dem Sumpf. Ich glaube, dafür muss ich über die Flüsse fliegen. Ja, ist natürlich jetzt doof. Dafür sind hier jede Menge Schildkröten. Viele habe ich auch ewig nicht gesehen. Hier sind noch mehr. 5 Schildkröten insgesamt. 2 hier im Gras und 3 am Strand. Und ein Raptor. Noch eine Schildkröte. Der frisst sich hier schön voll. Täusche ich an? Der macht sich hier richtig gemütlich, ne? Der Raptor. Oh, da bin ich kurz abgestürzt. Habe ich ihm kurz Hoffnung gemacht. Mal sehen, ob er das mag, wenn ich seine Schildkröten esse. Ne, da kommt er auch. Du fieses Ding, du. Der muss mich halt nur einmal erwischen, ich bin tot. Und wenn er ist, kann er nicht nach hinten gucken. Dann kann ich ihn schön beißen.
Der ist halt richtig sauer. Weit gekotzt. Oh, das ist sehr gut. Deswegen frisst er die Schildkröten. Er will auch Salzwasser trinken lernen, glaube ich. Deswegen chillt er hier. Salzwasser-Raptor. Der hat schon zweimal gekotzt jetzt. Ich muss halt auch gleich was trinken. Aber wieso muss ich jetzt Durst haben? Der hat dreimal gekotzt jetzt schon. Das ist echt bitter mit dem Trinken. Ich will halt hier nicht weggehen, nicht, dass er dann wegläuft. Ich muss aber mal kurz trinken, einen Schluck. Ich hoffe einfach mal, dass der da bleibt. Wie viele Schildkröten hier auch sind, ne? Könnte halt auch hier easy mein Salzwasser trinken lernen. Da haben wir nochmal gehittet. Hat er leider nicht. Das war nochmal ein Treffer. Ich frag mich echt, ob der schon angeschlagen ist. Ich kann es halt null einschätzen. Bin ich denn eigentlich mittlerweile ganz ausgewachsen? Nee, noch nicht. Ich habe eine Bite Force von 16, okay. Ich glaube, dem geht es noch ziemlich gut, dem Raptor, sage ich euch ehrlich. Ja, ich muss Ausdauer tanken. Es nützt nichts und nochmal was trinken. Schade. Da schwimmt was. Das ist ein Raptor. Oh, ich glaube, ich habe den gerade totgebissen, oder? Ich glaube, ja. Ah, tatsächlich.
beiße ich den mal auf und hole mir die Organe raus. Das ist kein Organ. Ich glaube, ich muss den noch öfter aufbeißen. Ja, irgendwie komme ich an die Organe nicht ran. Aber ist egal. Oh, da ist eine Krabbe. Ich glaube, die steht auch auf meiner Diät drauf. Ja, tatsächlich. Cool. Die Schildkröte kann ich mir gleich auch einverleiben. Also die Küsten sind halt echt entspannt für mich. Das ist ein Croc. Oh mein Gott. Gott sei Dank hat mich das nicht gefressen. Das wäre es jetzt gewesen, ey. Es hätte mich halt easy snacken können, es wollte aber nicht. Es hat mich verschont. Oh, hab ich mich erschreckt. Ich kann jetzt endlich die Salzwassermutation lernen, deswegen lande ich mal eben. Gott sei Dank. Das heißt, wir müssen uns nicht mehr übergeben ständig. Das ist hier diese. Can drink salt water. Und jetzt können wir uns wieder, sobald die Sickness weg ist, voll essen und voll trinken und dann geht es uns wieder bestens. Schön ist, hier liegt auch schon ganz viel für unsere Diät. Töte ich noch eben hier die Schildkröte. Ah, wie schön. Jetzt sind wir ein wahrer Küstenvogel. Oh, guck mal hier, der Dibbel kann auch Salzwasser trinken. Nee, der will gerade Salzwasser trinken lernen. Der hat sich auch übergeben. Ja, das ist echt interessant, wie viele das machen. Ist halt aber auch echt stark, ne? Braucht man halt nicht mehr in diesen ganzen gefährlichen Gewässern trinken. Ich kann doch auch irgendwie an so einem Baum landen, oder nicht? War das nicht mit Rechtsklick? Ah, tatsächlich. Sehr gut. Meint ihr, der ist böse, der Dibbel? Na? Oh nein. Schnell weg hier. Vertraue ihn auf jeden Fall nicht. Weiß ja, was die für eine Hitbox haben. Oha, wie er mich schnappen wollte. Ein Raptoren, oder? Ja, die kommen sogar hier mit auf die Sandbank. Das ist ja verrückt. Was wollen die von mir? Bremst auf jeden Fall mal ein bisschen ab. Ich glaube, das sind gar keine Raptoren. Ich glaube, das ist hier der... Oh, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Den sieht man so selten, den Dryo. Ja, das sind Dryos. Ah, wie witzig. Ich glaube, die sind aggro. Warum rennen die mir so hinterher? Das Problem ist halt, dass sie sehr hoch springen können. Und die müssen nur einmal gegen mich springen und dann stürze ich ab. Deswegen kann ich die nicht so gut angreifen. Ja, was haben die? Oh, dann quiekt er, dass ich zurückkommen soll. Was wollt ihr?
Ihr seid nicht meine Freunde, ich merke das. Da, guckt es euch an. Die wollen mich doch anjumpen. Aua. Da bin ich abgestürzt. Keiner gesehen. Ja, die kämpfen halt hier gerade. Ich habe gar nicht mehr so viel Ausdauer. Ja, die kämpfen halt da hinten noch. So rein theoretisch kann ich ja jetzt deren Beute absnacken, oder nicht? Ich weiß halt gar nicht, ob ich an die Organe rankomme. Aber das wäre natürlich ideal. Nicht, dass ich irgendwie aufgebissen kriege. Dann kann ich mich auf jeden Fall perfekt vollfressen. Ich glaube, jetzt ist es offen, ne? Ey, wie komme ich nicht an die Organe? Oh, das ist auch schon vergammelt, oder? Aber so schnell? Ich weiß es nicht. Ich denke eigentlich nicht, dass es vergammelt ist. Wird wahrscheinlich nur buggy angezeigt. Ich esse mal ein Stück. Einfach um zu testen. Nö, ist alles noch gut. Keine Ahnung. Bringt das für unsere Diät wahrscheinlich nicht. Naja, dann lohnt sich das nicht. Da kann ich lieber Schildkröten essen. Aber wieso komme ich denn jetzt hier nicht an die Organe? Wahrscheinlich, weil die zu schwer sind oder so, ne? Ich kann die dann nicht rausheben. Es ist schon echt entspannt, dass ich hier einfach trinken kann an den Küsten. Dadurch kann mir halt gar nichts passieren. Ich kann mich ja auch immer hier hinten auf den Sandbänken ausruhen. Da sehe ich halt immer, wenn was kommt. Gott, was ist das für eine enge Felsschlucht hier? Aber sieht schon ganz cool aus, wenn man hier durchfliegt. Ich darf nur nicht mit dem Flügel hängen bleiben. Weil unsere Spannweite ist schon echt gar nicht mal so klein. Ich fliege gerade übrigens mal rüber zu einem anderen Strandabschnitt. Ich hoffe halt, dass ich auf dem Weg noch irgendwie Essen oder so finde. Ich habe mich nämlich gar nicht mehr so vollgefuttert da drüben. Muss halt irgendwie an Food hier kommen. Oh, da ist was Kleines. Leider nicht gehittet. Schwer zu hitten, so kleine, ne? Jetzt habe ich ihn getroffen. Mal. Weiß halt nicht, wie oft ich den hitten muss. Oh Gott, ich habe ihn gerade gekillt und dann kommt dann Cerato. Das gibt's ja nicht. Oh Gott, das ist ein Raptor. Ich dachte, das wäre ein Kompi.
Da habe ich jetzt eigentlich keine Zeit für. Ich sterbe halt gerade, weil ich Hunger habe. Ich glaube halt auch nicht, ob ich dass ich den Down kriege. Weil ihr habt ja gerade gesehen, wie lange ich gebraucht habe für so einen kleinen Mini-Kano was, glaube ich. Also ich habe den, glaube ich, 5-6 Mal treffen müssen. Und ich war ja komplett ausgewachsen. Also der Pteranodon macht echt wenig Schaden. Hier vorne ist, glaube ich, was Verrottetes. Aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Hauptsache, es füllt irgendwie den Magen. Ich kann das gar nicht essen, irgendwie. Ich glaube, das ist verbuggt. Oh nein, das ist schlecht. Jetzt habe ich noch mehr Ausdauer verbraucht, weil ich gelandet bin. Ich kann nicht mehr hochfliegen. Oh nein. Ja, das war's mit mir. Dann werde ich jetzt wohl verhungern. Das war mein Schicksal. Bin jetzt wieder bei den South Plains. Da ist eigentlich immer irgendwas zu finden. Aber es ist halt auch immer gefährlich. Ich hoffe tatsächlich darauf, dass hier vielleicht Fische an der Oberfläche sind. Das wäre das Beste. Guck mal, da liegt sogar eine Leiche. Vielleicht könnte ich mir da die Organe rausholen oder so. Ich glaube, ich würde es versuchen. Das wäre ja richtig gut, wenn das klappen würde. Aber ist auch schon wieder vergammelt, oder? Ja, schade. Ist ein Raptor im Busch oder so? Meint ihr, ich kann da was snacken? Okay, er nickt. Ich weiß gar nicht, ob Raptor auf der Diät steht. Wahrscheinlich nicht. Aber ich esse jetzt mal ein bisschen meinen Mageninhalt zumindest voll. Damit wir da keine Probleme kriegen. Jetzt bedanke ich mich noch. Und dann fliegen wir weiter. Oh! Da war ein Herrera über mir.